Hallo, hier ist Mutter Natur. Zottel filmt. Wir wollen heute mal gucken, was unsere ausgesäten Pflänzchen machen. Und siehe da, knappe 2 Wochen sind vorbei. Viel ist noch nicht zu sehen, aber die Tomaten kommen. Hier, hier. Hier ist noch, oh ja, auch eine Tomate. Die kommt, Paprika braucht ein bisschen länger. Hier kommt auch noch ein kleines, ach Gott. Und hier, das ist ja richtig spannend, eine Zucchini. Die wurstelt sich hier an der Seite durch. Also das finde ich ja so lustig. So, wichtig ist jetzt weiterhin, ich habe seit der Aussaat immer jeden Tag mit meinem super Fläschchen, haben die hier was zu trinken bekommen, die Pflanzen. Und das mache ich jetzt natürlich weiter. Und je größer die Pflanzen werden, umso mehr trinken die natürlich. Ach so, und je größer die Pflanzen jetzt werden, hier zum Beispiel die Tomate, manchmal wächst die dann so in Richtung Fenster, dann drehe ich sie einfach, die bleibt dann gerade. Ja, also weiter, schön gießen und dann hat man schon die halbe Miete gewonnen. So, dann habe ich mir in dieser Woche ein Vergissmeinnicht gekauft. Das kommt in den Garten. Vergissmeinnicht finde ich schön. Die Farbe blühen ziemlich früh. Ja, und das Schönste ist, wenn man die nicht gleich rausrupft, wenn sie verblüht sind, sahen die sich aus. Und dann hat man im nächsten Jahr überall mal so ein Vergissmeinnicht im Garten. So, und hier habe ich mir geleistet eine Aloe Vera. Wer die noch nicht kennt, gesehen hat sie bestimmt schon jeder. Aloe Vera hatte ich schon mal und irgendwie, ich weiß nicht, bin umgezogen, habe die stehen lassen, ich, keine Ahnung, war dann zu groß gewachsen. Hier kommen auch schon überall, sind hier noch Pflanzen, die man bald ja, vereinzeln kann. Das Gute ist an so einer Aloe Vera, ich möchte jetzt hier noch kein Blatt abmachen. Wenn man aber zum Beispiel eine trockene Hautstelle hat, ich habe es am eigenen Leibe schon mal ausprobiert, ich hatte immer an dem einen Fuß obendrauf, immer seit Jahren eine trockene Stelle und habe gecremt und geölt und ach, sonst was ausprobiert. Nichts hat geholfen und irgendwann hat mal jemand gesagt, hol dir doch mal eine Aloe Vera Pflanze, brech dir ein Blatt ab und da ist dann so ein Pflanzensaft drin und mach den jeden Tag rauf. Habe ich gemacht, 2 Wochen lang und die trockene Stelle war weg und die ist auch nie wiedergekommen. Also ist in Ordnung. Also ich finde das toll und ja, ich bin ja nur nicht mehr die Jüngste und Frischeste und habe mir gedacht, Mensch, wer weiß, was im Alter mich noch erwartet. Wie viele trockene Stellen? Und ja. Wo, welche trockene Stellen? Und ja, ja, habe ich mir mal wieder so eine Aloe Vera gekauft. Schön. Ja, die kriegt jetzt auch mal wieder so ein bisschen was zu trinken. Die ist pflegeleicht. Ja, pflegeleicht, ja. Ja. Ich hoffe, dass ich noch weiterhin Erfolg habe mit dem Zeug und dann sehen wir uns mal wieder. Und spätestens, wenn sie eingepflanzt werden im Mai, dann zeigt, beziehungsweise ich muss die bestimmt noch mal zwischendurch in einen größeren Topf topfen, dann melden wir uns wieder. Viel Spaß. Tschüss.